Ja, moin moin, liebe Smartphone-Freunde. Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Heute geht es um die Kamera im Hintergrund bzw. um HomeKit Secure Video. Und zwar habe ich mir die Kamera von Eufy, die ihr hier seht im Hintergrund, bzw. Set, vor guten 5 Monaten gekauft. Habe einiges rumprobiert und ja, würde euch gerne meine Erfahrung weitergeben, ob es sich unter anderem lohnt, auf ja, HomeKit Secure Video umzusteigen oder ob er nicht doch besser bei der Eufy-eigenen App bzw. Lösung bleibt mit Speicher im Hintergrund. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja, wie gesagt, ich habe mir gekauft das Eufy Cam 2C Set, wie ihr das jetzt hier im Hintergrund seht oder wie ihr das jetzt hier auf dem Bildschirm seht auf der Eufy-Webseite. Und ja, ich muss auch wirklich ehrlich zugeben, ich bin sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket. Aus ja, Bildqualität plus Funktionen plus und das vor allen Dingen für mich eigentlich eines der entscheidenden Kaufkriterien, keine Cloud-Bindung, also kein Cloud-Zwang wie bei vielen anderen Anbietern, wo dann irgendwie monatliche Abokosten anfallen, um Videos speichern zu können, entfällt alles bei Eufy und ja, hat mich bisher überzeugt. Bis auf die Akkulaufzeit, die ist hier mit 180 Tagen angegeben im Marketing, in der Werbung, habe ich bisher noch nicht so ganz geschafft. Aber ja, soll auch jetzt nicht hier Thema des Videos sein, da mache ich noch ein anderes Video dazu. Es geht ja hier primär um die Funktionalität des Speicherns von Streams. Und dazu gibt es eine ganz gute Feature-Matrix, die werde ich jetzt mal hier in den Vordergrund holen, die im Prinzip schon mal die wesentlichen Unterschiede aufzeigt zwischen HomeKit, Secure Video, also die mittlere Spalte hier, und der rechten Spalte der Eufy Security App. Und ich glaube, es gibt so ein paar Key Features, die man ja auf jeden Fall benötigt oder auch gerne nutzt. Und da gehe ich jetzt gerade mal hier so ja, durch. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt ein, aber hier auch jetzt schon direkt an dritter Stelle, zwei Wege Audio ist bisher über HomeKit Secure Video, abgekürzt HSV. Ich benutze es im weiteren HSV nicht möglich über die Eufy App ohne Probleme. Das heißt, es klingelt, ihr habt jetzt die Kamera hat jemanden erkannt, ihr springt direkt in das Live-Bild, könnt ihr direkt kommunizieren. Dann hier nächster großer Punkt, um den es hier jetzt auch geht: Local Storage. Also ihr habt hier 16 GB Storage mit dabei. Das ist hier im Hintergrund die Homebase, die hat 16 GB integriert und ich kann euch sagen, da könnt ihr eine Menge Videos speichern, wirklich eine Menge. Also vorausgesetzt, dass die Kamera mehrmals am Tag auslöst, ja, braucht ihr eine lange Zeit, bis ihr überhaupt diese 16 GB voll bekommt. Und das alles lokal gespeichert, vor allen Dingen in der Homebase und nicht außen in der Kamera. Also wenn jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, die Kamera zu entwenden, habt ihr die Videos hier auf eurer Homebase zu Hause hinter verschlossenen Türen. Und ihr seht dann hier, Apple möchte dafür mindestens 2,99 im Monat haben. Und das bedeutet, ihr braucht mindestens einen 200 GB Speicherplan. Das habe ich mir jetzt natürlich testweise eingerichtet, um mal die Funktion zu überprüfen. Und ich kann euch sagen, ja, ihr braucht den auf jeden Fall, um auch Videos speichern zu können. Wir reden hier nicht über das Streamen, wir reden wirklich über das Speichern von Videos. Und darauf kommt es ja im Zweifel darauf an, ja, dass ihr das Videomaterial habt, ja, wenn irgendwie der Fall eintritt oder ich mit irgendwas entwendet, was auch immer. Und hier ist das wirklich nächste große Manko. Ihr könnt nur eine Kamera einbinden bei diesem Speicherplan. Ja, lasst uns direkt mal zur Apple Support Website springen. Und zwar, ja, im entsprechenden Supportartikel schreibt das Apple auch im Prinzip direkt oben unter den Voraussetzungen. Das kann man allerdings ja im Zweifel leicht überlesen. Ich lese es im Prinzip jetzt gerade nochmal vor. Also für das Streaming von Videos und das Speichern von Videoclips ist kein iCloud-Speicherplan erforderlich. Das ist eigentlich nicht korrekt, weil für das Speichern von Videos braucht ihr diesen. Ansonsten könnt ihr nur streamen. Wenn du dein Video aufnehmen möchtest, das ist für mich Speichern, benötigst du bei einer Kamera einen iCloud-Speicherplan mit 200 GB. Und der, wie gesagt, kostet 2,99 € und bei bis zu 5 Kameras einen Speicherplan mit 2 TB. Und das ist für mich eigentlich so einer der größten Hürden im Moment, dass HomeKit Secure Video erfolgreich wird, weil ihr habt bei diesen 3 € im Monat wirklich nur eine Kamera dabei. Und dann
wenn ihr, sobald die zweite dazu kommt, und ich habe in meinem Set ja schon zwei Kameras, müsst ihr den 2 TB Speicherplan nehmen und da seid ihr schon bei 9,99 € im Monat, also 120 € im Jahr, und das ist schon eine Menge Geld. Und der nächste Haken kommt dann, falls ihr die 6. Kamera braucht, wollt, was auch immer, müsst ihr eine 2. Apple-ID anlegen. Also nach 5 Kameras ist Schluss mit eurer primären Apple-ID. Ihr braucht eine 2. Apple-ID. Und wer um Himmels Willen wird das tun? Niemand. Also für mich wirklich ein großes K.O.-Kriterium, hier auf HomeKit Secure Video umzusteigen. Bei Eufy ist alles dabei. Bei Apple zahle ich schon für eine Kamera direkt Speicherplatz. Also große Hürde. Ja, was gibt es hier noch so an Highlights, was ich zu schätzen gelernt habe über die Eufy App? Ja, ihr könnt Activity Zones einrichten, also wirklich Bereiche, also Bereiche ausblenden, dass die Kamera nicht reagiert, oder halt umgedreht Bereich definieren, in der die Kamera dann wirklich auch reagieren soll. Das ist wirklich sehr wichtig, braucht man, glaube ich, im Alltag definitiv. Sehr wichtig, kann hier bisher HomeKit auch nicht. Es wird jetzt bei vielen der Features, die ich hier gerade schon genannt habe, gemunkelt, dass das iOS 14 mitbringen wird. Also ich nehme jetzt hier das Video auf Anfang August 2020, und wie gesagt, iOS 14 wird er dann ja vermutlich Ende September, Oktober, Anfang Oktober diesen Jahres erscheinen, und da soll entsprechend dann unter iOS 14 mehr möglich sein. Wir bleiben gespannt. Was nutze ich noch ganz gerne? Geofencing, auch eines meiner Lieblingsthemen. Hier unten funktioniert bei Eufy standardmäßig, allerdings im Moment noch in der Beta-Phase, beziehungsweise die Beta-Phase wird gerade beendet, aber ich habe immer noch Probleme damit es sauber funktioniert. Ich bin hier mit meiner Frau unterwegs im Haushalt, und das heißt, wir haben mindestens mal 2 Smartphones anhand deren Eufy oder auch HomeKit erkennen soll, ob jemand zu Hause ist oder nicht, und entsprechend auslösen soll oder nicht. Das klappt bei Eufy auch jetzt nach dem Beta-Status immer noch nicht wirklich gut. Also da kämpfe ich noch sehr damit. Das geht im Prinzip unter HomeKit Secure Video auch nur eingeschränkt. Hier steht jetzt No. Ja, man kann natürlich auch über HomeKit Secure Video definieren, beziehungsweise das Geofencing freigeben, aber es geht nicht wirklich gut. Also es ist eigentlich bei beiden noch auch ein großer Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Hier steht zwar ein Yes, aber wie gesagt, bei Eufy, es ist noch Potenzial nach oben da. Und das sind im Prinzip auch so die wichtigsten Funktionen, wo ich sagen würde, hey, HomeKit Secure Video, nee, bisher macht es einfach keinen Sinn. Und ja, aus dem Grund bleibe ich jetzt nach wie vor bei der Eufy App. Und werde erstmal mit der Eufy App weiterarbeiten, weil die ist auch wirklich sehr gut übersichtlich gestaltet, und ja, ich kann euch nochmal ein bisschen was jetzt hier zum Ende des Videos über HomeKit Secure Video in der Home App zeigen, denn das ist ja hier Schwerpunkt meines Videos. Wenn euch das noch interessiert, bleibt also noch dran. Ich springe jetzt hier in die Einstellungen von meinem Zuhause hier, wenn es funktioniert. Wo will ich hin? Zu Hause bearbeiten, genau. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, im Bereich Kameras die Mitteilungen zu konfigurieren. Also das müsst ihr hier über diesen Weg machen, also über das Zuhause bearbeiten in der Home-App. Und da habt ihr halt entsprechend auch die Kameras, die konfiguriert sind. Ich gehe jetzt mal hier zur Haustür. Da sind standardmäßig die ersten beiden Schalter umgelegt, also dass ein Schnappschuss erstellt wird, wenn ausgelöst wird. Das bekommt man dann entweder auf halt sein iPhone oder auch auf die Apple Watch. Und dann gibt es halt hier den entsprechenden Punkt Mitteilung über Statusänderungen. Erhalte eine Mitteilung, wenn diese Kamera von einem Modus zum anderen wechselt. Das heißt, das geht so in den Bereich Geofencing, den ich jetzt vorab schon erwähnt hatte. Ihr verlasst euren Geofencing-Bereich, also euer definiertes Zuhause. Und dann kriegt ihr da auch entsprechende Meldung, wenn ihr das wollt, auf eurem iPhone, Apple Watch, wo auch immer, dass ihr den Modus gewechselt habt. Und ja, entscheidend ist wahrscheinlich hier der letzte Punkt, Mitteilung bei Aktivitäten. Was soll da passieren? Ja, ihr könnt halt entsprechend einen Zeitraum auswählen, wann diese Mitteilungen gesendet werden sollen. Zeit definieren, wenn ihr das wollt. Ja, beliebig,
Oder ihr könnt halt definieren, wann das ausgelöst werden soll. Also wenn jemand zu Hause ist, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn niemand zu Hause ist, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. So dass ihr da beliebig oder das auch so konfigurieren könnt, wie aus den anderen HomeKit-Apps heraus bei den Szenenautomationen. Und wann soll halt die Mitteilung gesendet werden? Also wenn eine Bewegung entdeckt wird oder wenn halt ein Clip aufgenommen wird. Ja, diese Kamera ist nicht zum Aufnehmen konfiguriert. Das ist völlig richtig. Ja, ich habe das wieder deaktiviert hier in meiner Home-App, weil ich, wie gesagt, alles wieder über die Eufy-App mache, weil mir das einfach hier nicht zusagt über die Home-App. Und ja, also das macht ihr hier über das Zuhause bearbeiten, die Mitteilung konfigurieren. Da gehe ich jetzt mal wieder raus, fertig und gehe nochmal auf eine der Kameras, nämlich hier die Haustür. Denn wenn ihr weiter einstellen wollt, dann müsst ihr in die Kamera reinspringen. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist hier mein Live-Bild von der Haustür. Und wenn ihr dann weiter konfigurieren wollt, müsst ihr aufs Zahnrad gehen und dann kommt ihr in die Einstellung zur Kamera. Seht auch den Batteriestatus hier unter anderem. Seht den zugewiesenen Raum. Könnt ihr auch nochmal Mitteilungen konfigurieren. Ach, ich sehe gerade, okay. Da geht es dann natürlich auch. Also ihr könnt es über den Weg zu Hause bearbeiten, tun, die Mitteilung konfigurieren oder halt dann direkt über die Kamera. Das war dann jetzt ein Fehler von mir. Okay, besser informieren. Dann wird das Video auch besser. Also ihr habt zwei Wege. So, also Mitteilung konfigurieren und dann könnt ihr halt einstellen, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wann halt die Kamera reagieren soll. Nur wenn ihr abwesend seid, also wenn ihr zu Hause seid oder wenn ihr abwesend seid. Wahrscheinlich macht das hier am meisten Sinn. Ich habe jetzt hier beides nur auf Stream, aber ihr könnt natürlich dann auch hier auf Streamen und Aufnahmen erlauben umstellen. Und da ich eine Kamera jetzt in meinem Speicherplan beinhaltet habe, ich habe ja den 200 GB Speicherplan, kann ich das jetzt hier entsprechend aktivieren und kann auf die Aufnahmeeinstellungen gehen. Also wann soll die Aufnahme ausgelöst werden? Und das hatte ich jetzt so konfiguriert, dass die Auslösung nur erfolgen soll, wenn Personen erkannt werden. So, Audio wird auch aufgenommen. Das funktioniert zumindest zwei Wege Audio leider nicht. Und auch ganz wichtig, das ist eine Einstellung, die sehr versteckt ist, wenn ihr natürlich euren iCloud-Speicherplatz freigeben wollt, dann müsst ihr das halt hier über diesen Menüpunkt tun. Was ich ein bisschen schade finde, vielleicht bisher auch einfach noch nicht gefunden habe, wenn das einer findet, gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Speicher eigentlich von meinem Speicherplan mit Videos belegt ist. Also ich kann es nirgends einsehen. Ja. Aber über den Punkt hier könnt ihr das auf jeden Fall, könnt ihr die Aufnahmen zur Kamera löschen. So, und das sind dann im Prinzip auch die, würde ich sagen, wichtigsten Einstellungen. Das ist jetzt hier wieder umgestellt. Ja, ihr könnt halt hier nochmal definieren, was halt den Standort betrifft für das Geofencing, wie das halt dann reagieren soll. Ihr könnt hier noch die ein oder andere Einstellung jetzt übernehmen, die es natürlich auch über die Eufy-App gibt. Also soll das Statuslicht der Kamera an oder aus sein, soll die Nachtsichtbeleuchtung genutzt werden oder nicht. Und die ist wirklich super gut bei Eufy, also lasst diesen Haken auf jeden Fall an. Ja, hier, was gibt es noch zu sagen als separate Felder anzeigen? Also es gibt hier entsprechend, es gibt halt einen entsprechenden Motion-Sensor zur Kamera, damit jetzt rausgesprungen. Den könnt ihr euch natürlich anzeigen lassen, wenn ihr das jetzt hier auf separat einstellt, also separate Felder. Dann kriegt ihr diesen Motion-Sensor der Kamera separat angezeigt und könnt natürlich auch in die Einstellung des Motion-Sensors reinspringen. Ja. Ich sage jetzt wieder als einziges Feld. Und gehe wieder in die Kamera und gehe nochmal in die Einstellung, um zu schauen, ob ich da nichts vergessen habe. Aber das waren so die wichtigsten Punkte. Ja, natürlich in der Eufy-App könnt ihr noch wesentlich mehr tun, mehr einstellen, aber das in einem anderen Video. Ihr seht hier noch die Firmware-Version, das ist, denke ich, auch nicht ganz unwichtig. Hier jetzt die 1.6.2, da ist auch Eufy fleißig dabei, immer abzudaten. Ja, auch ein Punkt, der jetzt hier über die App nicht so ganz einfach ist. Also es gibt ja viele Anwender, die wollen auch nur die HomeKit-App nutzen. Und da ist auch immer wieder ein Thema, wie stoße ich das Update an, wenn es denn dann, wenn ich nur die HomeKit-App nutzen möchte und nicht die von Eufy. Soweit ich das jetzt gelesen habe, geht es entweder automatisch, also sobald Eufy ein Update ausrollt, kommt es automatisch
auf die Homebase und auf die Kamera und sollte irgendwann dann auch hier im HomeKit angezeigt sein. Oder ihr startet halt einfach die Homebase und die Kamera entsprechend neu. Dann sollte bei Verfügbarkeit auch entsprechend das Update installiert werden. Ansonsten, was mir absolut überhaupt nicht gefallen hat, ist, wenn man sich einen, also ihr habt jetzt hier so eine Zeitleiste hier unten, und da hat es mir überhaupt nicht gefallen, wenn man sich halt einen Stream anschauen möchte, wenn die Kamera ausgelöst hat. Und was wirklich grottig schlecht ging, ist, sobald ich informiert wurde, dass die Kamera ausgelöst hat und ich ins Live-Bild springen wollte, hat es absolut gehakt und geruckelt, ging nichts mehr, es hing alles fest. Das habe ich bei der Eufy-App absolut nicht. Ja? Also ich will ja kein HomeKit-Bashing betreiben, aber es ist einfach grottig schlecht. Und ja, ihr könnt dann halt auf die entsprechenden Menüpunkte springen. Es wird auch hier das Datum Donnerstag, 16.39 Uhr, da hat irgendwie was ausgelöst, obwohl hier jetzt eigentlich gar keiner vor der Tür steht. Ihr seht auch warum, gerade eben, es war eine Fliege. So, obwohl ich eigentlich eingestellt hatte, dass nur ausgelöst werden soll, wenn ja irgendwie Menschen erkannt werden. Ne? Und die Clips sind auch sehr kurz, das merkt ihr vielleicht jetzt hier, wir sind schon bei 17.39 Uhr. Habe ich auch bisher keine Möglichkeit gefunden, wo ich das entsprechend einstellen kann. Also in der Eufy-App kann ich einstellen, wie lange ein Clip gehen soll, wie lange der dauern soll. Hier über HomeKit, für HomeKit habe ich es noch nicht gefunden. Und das stört mich auch ziemlich. Also ich finde es einfach nicht, wo man das macht. Wenn ihr das wisst, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also wie gesagt, diese ganzen, die gespeicherten Aufnahmen, die sind auch erst relativ spät, nachdem ausgelöst wurde, dann noch verfügbar. Das heißt, ich habe immer so einen gewissen Zeitversatz, weiß nicht wie lange, ein paar Minuten, manchmal dauert es auch länger, bis sie dann wirklich verfügbar sind hier über die iCloud. Das nervt mich total. Wenn ich das Ganze über die eigene App mache, sind die sofort da und auch schön chronologisch geordnet. Das gefällt mir alles viel besser als hier über HomeKit. Und ja, die zwei Kritikpunkte, wie gesagt, sind aus meiner Sicht, dass wenn man direkt ins Live-Bild reinspringt und vor allen Dingen unterwegs ist, das sehr schlecht funktioniert oder oft ja einfach hakt, ruckelt und auch hier dann die Aufnahmen irgendwie schlecht zu konfigurieren sind, wie lange die laufen sollen etc. Und ihr habt es ja gerade gesehen, ich hatte eigentlich eingestellt, wir kontrollieren das nochmal, wie die Kamera auslösen soll und zwar nur, wenn Personen erkannt werden. Ihr habt gerade gesehen, die Kamera hat ausgelöst, obwohl eine Fliege davor war. Also ein Tier für mich. Ja. Also ist alles noch nicht so wirklich sauber und aus dem Grund kann ich nur sagen, bleibt erstmal bei der Eufy-App und wartet mal ab, was Apple so als Update noch rausschießt und vielleicht wird es dann noch besser. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit den ganzen Infos ein bisschen weiterhelfen, euch ein paar Einblicke geben, was HomeKit Secure Video so bisher leistet. Aus meiner Sicht ist es bisher nicht zu gebrauchen, aber entscheidet es gern selbst und ich würde sagen, das war es soweit für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Abonniert doch gerne meinen Kanal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis dann.